Schmerz versetzt das Opfer in einen Fieberwahn. Sie verliert immer wieder das Bewusstsein. Der Tollbiss ist entzündet und beginnt zu eitern. Bitte, Sturmgraue, ihr müsst ihr doch irgendwie helfen können. Hm? Was macht ihr da? Zu viel zu tun und zu wenig Zeit. Was tut ihr denn da? Gibt es denn etwas, womit ich euch helfen könnte? Eine Fremde bietet Hilfe an? Ihr wagt es, euer eigenes Leben zum Wohl anderer aufs Spiel zu setzen? Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Moment mal, ich hab nicht gesagt, mein eigenes Leben opfern. Ich will doch nur helfen. Nun, es wäre töricht, Hilfe abzulehnen, woher sie auch immer kommen mag. Ich brauche bestimmte Materialien, um das Ritual durchzuführen. Könnt ihr sie für mich sammeln? Ah, ein Ritual. Was benötigt ihr für dieses Ritual? Ich muss die Fackelkäfer fangen. Ich brauche 5 Flügelpaare, nicht mehr und nicht weniger. Ich brauche auch die Tasche aus meinem Haus. Das intakte Gebäude, das so stabil aussieht. Der Schlüssel sollte in einer Urne in der Nähe des Hauses sein. Ich habe ihn dort hineingeworfen, als ich vorbeirannte. Alles klar. Wird euch das helfen, sie zu heilen? Es wird mir helfen, meinen Weg durch ihre Träume zu finden. Ich beschreite den Traumpfad, um Leute von innen heraus zu heilen. Ich hatte diese Gabe schon immer. Ich versuche, sie für das Gute einzusetzen, aber die Dinge gehen nicht immer so aus, wie man es sich erhofft. Ich versuche, nicht an diese Zeiten zu denken. Ihr heilt Leute von innen heraus? Es könnte sein, dass ich auch eure Hilfe brauche. Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich muss mich um so viele Leute kümmern. Eine unter ihnen siecht langsam dahin. Ich habe nicht die Zeit, mich um Fremde zu kümmern, bis meine eigenen Leute sicher sind. Na schön, vielleicht danach, wenn ich euch geholfen habe. Es muss jedoch irgendwo sein. Muss es einfach. Was sucht ihr? Wer seid ihr? Was wollt ihr hier drin?
Eigentlich sollten doch alle weg sein. Dasselbe könnte ich euch fragen. Was macht ihr hier? Ich sammle nur meine Besitztümer ein. Ich musste so plötzlich aufbrechen, dass ich ein paar wichtige Dinge vergessen habe. Und jetzt verschwindet aus meinem Haus, ja? Ich will euch hier nicht haben. Das ist nicht euer Haus. Ist das nicht das Haus von Sturmgraue Augen? Was sucht ihr hier? Natürlich ist das mein Haus. Ich habe euch doch gesagt, dass es mein Haus ist. Warum sollte ich hier sein, wenn es nicht mein Haus wäre? Und ihr steht da immer noch rum. Habe ich euch nicht gesagt, dass ihr verschwinden sollt? Ja, das habt ihr, aber das bedeutet nicht, dass ich das tun werde. Und nochmal, das ist nicht euer Haus, das ist das Haus von Sturmgraue Augen. Hätte ich mir ja denken können, dass ihr mit den Echsen gemeinsame Sache macht. Mit ihren falschen Versprechungen und ihren tränenreichen Geschichten ziehen sie immer wieder Fremde auf ihre Seite. Diese Argonier sind Mörder. Wenn ihr mit ihnen gemeinsame Sache macht, seid ihr nicht besser als sie. Wovon sprecht ihr da? Gemeinsame Sache? Hä? Wovon ich rede? Dieser Traumwandler. Er setzt finstere Magie ein, Magie, die er nicht versteht. Wie viele Unschuldige müssen noch wegen seiner Fahrlässigkeit sterben? Sterben? Soweit ich weiß, versucht er, eine verletzte Argonierin zu retten. Das ist genau das, was er euch einreden wollte. Und ihr seid auch noch dumm genug, seine Lügen zu glauben. Es ist eine Schande, dass euch kein Troll das Herz aus dem Leib gerissen hat. Das hättet ihr und diese Mörder verdient. Jetzt geht mir aus dem Weg. Ich habe, weswegen ich gekommen bin. Ah ja, und das wäre? Hey, Moment mal. Bleibt stehen. Wo ist er hin? Kümmert euch um diesen Plagegeist. Er versucht, den Echsen zu helfen. Ihr helft denen, die die Unschuldigen sterben lassen? Ihr seid nicht besser als sie. Nein! Ihr könnt mich nicht besiegen! Wie könnt ihr nur den Argoniern helfen? Diese schleimigen Echsen, sie haben meine Frau getötet. Sie hat auf den Traumwandler vertraut, ihr Leben in seine Hände gelegt. Eure Frau? Was meint ihr? Meine Frau war krank. Dieser Traumwandler, er hat versprochen, sie zu heilen, indem er in ihre Träume eintaucht. Sie hatte den Praktiken der Medizin abgeschworen. Sie meinte, es gäbe noch andere Methoden. Das waren alles Lügen. Ich hielt ihre Hand, als ihr Leben sie verließ. Er hat sie getötet. Ihr meint, der Traumwandler hat eure Frau getötet? Seid ihr deshalb hier? Was habt ihr gesucht? Ich kam her, um sie leiden zu lassen. Sie alle, sie sollten den gleichen Schmerz spüren, der mich quälte. Ich habe Blut um das Dorf verteilt. So habe ich die Trolle hergelockt. Ich habe dabei zugesehen, wie sie diesen Ort verwüstet haben. Und jetzt scheint es, als hielte ich noch ein Leben in Händen. Ah, ihr habt die Trolle angelockt. Aber von welchem Leben sprecht ihr da? Wen der Traumwandler auch immer retten will. Er hat euch wegen der Reagenzien geschickt, nicht wahr? Deshalb wart ihr im Haus. Deshalb war ich auch dort. Um dafür zu sorgen, dass er nie wieder in einen Traum eintaucht. Lasst mich frei. Und ich werde euch sagen, wo ihr sie findet. Ach, versucht ihr da gerade euer Leben gegen das eines anderen einzutauschen? Was würde eure Frau dazu sagen? Ich habe versucht, dieses Monster zu vernichten. Für all das, was er meiner Frau angetan hat. Doch das liegt jetzt nicht mehr in meinen Händen. Lasst mich frei,
Und ich sage euch, wo ich die Reagenzien versteckt habe. Tötet mich. Und ihr werdet sie niemals finden. Ich verstehe, warum ihr das getan habt. Ihr solltet verstehen, dass dies nicht der richtige Weg ist, sich zu rächen. Denn dadurch habt ihr andere Leben gefährdet. Na gut, ich werde euch am Leben lassen. Aber ihr sagt mir, wo ihr die Reagenzien versteckt habt. Verstanden? Ich habe die Reagenzien in eine Vase gesteckt und sie in das zerstörte Gebäude geworfen, an dem ich vorbeilief. Holt sie und bringt sie zurück zu eurem Traumwandler. Nur damit ihr es wisst. Es wird nicht gut ausgehen. Sie ist tot, ganz gleich, was ihr auch tut. So wie... wie meine Frau. Wenn sie stirbt, dann tragt ihr die Schuld. Ich bin zurück, ich hab alles. Habt ihr die Gegenstände, die ich brauche? Ja, hier ist alles, so wie ihr es wolltet. Ich bin auch einem Zaubermeister der Rotwardonen begegnet. Kennt ihr ihn? Jetzt ist nicht die Zeit, darüber zu sprechen. Ich weiß genau, wen ihr getroffen habt. Aber bitte, ich muss versuchen, dieses Leben hier zu retten. Konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Danach können wir über die Vergangenheit sprechen. Na gut. Schwester des Windes wird sich erholen. Ihre Atmung ist normal, ihr Körper heilt. Ihre Träume wurden von den Verletzungen vergiftet. Ich freue mich immer, anderen zu helfen. Ich erinnere mich immer an jene, die ich nicht retten konnte. Ja, wie diese Frau des Rotwardonen. Eine von vielen. Eine wunderschöne Frau. Dunkles Haar, hübsche Augen, wie das Meer. Asmala kam zu mir und flehte mich um Hilfe an. Ich wusste, dass ihre Chancen schlecht standen, aber ich entschloss mich trotzdem, einen Versuch zu ihrer Rettung zu unternehmen. Asmala hat euch angefleht? Er sagte mir auch, dass er es war, der die Trolle angelockt hat. Zum Glück ging keiner meiner Leute verloren. Aber der arme Asmala, er handelte aus der Trauer heraus, aus der Liebe zu der Frau, die er verlor. Ich vergebe ihm. Das ist eine gütige Entscheidung von euch. Was werden eure Leute jetzt tun? Sie sind in Sicherheit. Es treiben sich zwar noch Trolle in der Gegend herum, aber sobald ihnen das Futter ausgeht, werden sie sich langweilen und verschwinden. Hoffentlich schauen Sie nicht in diese Höhle. Wir stehen in eurer Schuld. Meine Fähigkeiten gehören euch, falls ihr sie jemals brauchen solltet. Wenn ihr jemals Hilfe braucht, müsst ihr nur fragen. Ich schulde euch einen wirklich großen Gefallen, genau wie mein Volk. Wie ich anfangs schon sagte, brauche ich wirklich eure Hilfe. Eure Fähigkeit könnte ein weiteres Leben retten. Natürlich. Ein Gefallen wurde euch versprochen. Und einen Gefallen sollt ihr erhalten. Was verlangt ihr von mir? Nun, es geht um König Jorun. Er wurde schwer vergiftet. Ich brauche unbedingt eure Hilfe, ihn zu retten. Gift? Gift ist gefährlicher als jede körperliche Wunde. Viele dieser verderbten Substanzen sorgen dafür, dass Träume zerfallen. Aber das spielt keine Rolle. Ein Versprechen ist ein Versprechen. Wo ist der König? Er wurde bei den Ternion-Mönchen untergebracht. Die Ternion-Mönche. Ich habe schon so einiges über sie gehört.
Diesen Mönchen werden viele interessante Fähigkeiten zugeschrieben. Jetzt bin ich begierig darauf, die Ternionen zu treffen. Ich sehe euch dort. Ich danke euch. Die Geister sagten mir, dass ihr in der Nähe seid. Ich habe mit den Ternion-Mönchen gesprochen. Sie haben den König und den Prinzen eingelassen, nicht jedoch mich. Ich habe die Gemeinde verlassen. Das vergessen sie nicht. Aber sie werden dem König helfen. Hauptsache, sie helfen. Was machen wir nun? Der Traumwandler ist bereits drinnen. Lasst die Mönche wissen, dass ihr die Ritualkomponenten bringt. Ich muss los. Fildgor ist auf der Flucht und wir holen rasch zu ihm auf. Jetzt geht und rettet den König, damit er uns zum Sieg führen kann.